Wachstum in einer Krisenzeit, geht das überhaupt? Ja, mit New Leadership ist das möglich. Heute nehme ich euch mit zu meinem Vortrag im Marketing Club Düsseldorf und es geht um New Leadership als Wachstumsstrategie. New Leadership ist eine neue Form der Führung, die entstanden ist mit der Bewegung von New Work. Und New Work ist quasi das neue Format, was wir seit der Corona-Krise nutzen, um weiterhin unsere Jobs zu machen und unsere Firmen am Laufen zu halten. Und die Führung mit Homeoffice, also die Führung über Distanz, erfordert natürlich andere Qualitäten von Führungskräften als das klassische Führungsmodell. Ich muss also erkennen, ob ein Mitarbeiter auch gesund ist. Mental Health ist quasi das Stichwort. Ich muss mehr Fürsorge betreiben, mehr Empathie, weil es hat sich gezeigt, dass viele auch in dieser Zeit krank geworden sind. Viele Mitarbeiter, die sich isoliert gefühlt haben, sind in Depression oder Burnout gerutscht oder haben sich einfach in Süchte geflüchtet. In einer Wirtschaftskrise werden viele Anschaffungen verschoben. Alles, was man gerade nicht braucht, kauft man einfach nicht. Nur das Must-Have kauft man wirklich, aber nicht mehr das Nice-to-Have. Du hast eigentlich in einer Wirtschaftskrise nur zwei Chancen, gut zu verkaufen. Entweder du sparst Kosten oder du sorgst dafür, dass mehr Gewinne erwirtschaftet werden. Oder du bist ein Zortlieber. Das heißt, du hast eine Glaubwürdigkeit, dass die anderen dir auch vertrauen, dass du in einer Krisenzeit das Ruder rumreißen kannst. Und das ist der Riesenvorteil. Und deshalb verkaufen Thought-Leader auch gerade in einer Wirtschaftskrise sich sehr gut und ihre Leistungen, weil sie sind quasi die Leuchttürme in dieser Krise, auf die man setzen kann, denen man vertraut. Wie kannst du jetzt deine Transformation als New Leader gestalten? Ganz einfach. Erstmal besinnst du dich auf die Werte, die man hat als New Leader, also das kollaborative Empathie zeigen für deine Mitarbeiter und gemeinsam die Ziele erreichen mit Vision. Das ist schon mal die innere Haltung, Purpose sozusagen. Dann ist das andere, dass du diese Positionierung auch nach außen trägst und deine Personenmarke und deine Expertenpositionierung auf LinkedIn digital sichtbar machst mit Content und damit auch eine große Community gewinnst. Und damit ziehst du auch automatisch neue Kunden und neue Mitarbeiter an. Und das ist der Riesenvorteil von New Leadership. Wenn du deine New Leadership-Positionierung auf LinkedIn erfolgreich gestalten willst, um dein Wachstum zu fördern, dann melde dich bei mir. Buche einfach ein kostenloses Gespräch.